Ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein. Der Podcast für eine geborgene Kindheit. Schön, dass du da bist. Meine Vision ist es, dass Kinder sich von ihren Bezugspersonen bedingungslos geliebt fühlen und darüber ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln. Mein Name ist Martina Stotz, ich bin Doktorin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie und seit vielen Jahren begleite ich Eltern in der Erziehungs- und Paarberatung. Darüber hinaus habe ich jahrelange Erfahrung als Grundschullehrerin und Schulberaterin. Darüber durfte ich bereits Kinder jeder Altersstufe in Kita, Grundschule und auch in weiterführenden Schulen begleiten und zahlreiche Erfahrungen sammeln. Dabei liegt meine Aufgabe immer darin, mit Fachkräften und Eltern den bestmöglichen Weg für das Kind zu gehen. Du möchtest dir mein vielseitiges Wissen aus der Forschung und meinen Erfahrungen zur bindungs- und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern in einem kompakten Online-Kurs aneignen? Dann lerne durch meinen großen Bindungskurs im November, wie Kindererziehung durch Bindung gelingen kann, unabhängig davon, wie alt dein Kind gerade ist. Du bist neugierig geworden und möchtest mehr erfahren? Dann trage dich jetzt gleich kostenfrei und unverbindlich auf meine Warteliste ein. Über die Warteliste erreichen dich kostenfreie Impulse, die dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst du dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf dich. Ich freue mich riesig, dass du da bist und du dir jetzt die Zeit für diese Meditation nehmen möchtest. Nimm dir Zeit, durch diese Meditation zu erfahren und zu fühlen, dass du gut genug bist, dass du ausreichst mit allem, was du als Mama und Papa tust, mit allem, was du bist, dass du, so wie du bist, gut genug bist. Komm zunächst ganz bei dir an und lass deinen Atem ganz ruhig und ganz ohne etwas zu tun durch deinen Körper strömen. Versuch alle Anspannung in deinem Körper loszulassen und mach es dir so gemütlich wie nur möglich. Du bist es wert, dir jetzt diese Zeit für dich zu nehmen. Du bist es wert, dich auszuruhen und dich zu entspannen. Geh nun mit deinem Blick ganz nach innen und nimm all deine Gefühle wahr. All deine Gefühle dürfen jetzt sein. Genieße es, dass du sie fühlst. Sei dankbar, dass du sie fühlen darfst. Lege nun ganz liebevoll deine Hände auf dein Herz und stell dir vor, dass sich an dieser Stelle eine große, wunderschöne Tür öffnet. Du siehst dich selbst, wie du durch diese Tür auf eine wunderschöne grüne Wiese läufst. Du läufst barfuß und spürst das kühle und frische Gras unter deinen Füßen. Du atmest die frische Luft ein und nimmst den wunderschönen strahlend blauen Himmel über dir wahr. Du richtest den Blick nach oben und schaust dir jede Wolke am Himmel ganz genau an. Du genießt das wunderschöne Blau des Himmels. Aus der Ferne erkennst du, dass jemand auf dich zuläuft. Ein kleines Kind, das zu dir möchte. Es kommt näher und näher und du erkennst in dem kleinen Kind dich selbst, als du klein warst.
Du lächelst das Kind an und schaust dir dieses Kind ganz genau an. Du schaust mit ganz liebevollem Blick auf dieses Kind. Wie sieht dieses kleine Kind vor dir aus? Beschreibe es in deinen Gedanken. Ganz liebevoll öffnest du deine Arme und nimmst das kleine Kind in den Arm. Dann setzt ihr euch gemeinsam ins Gras und das kleine Kind kuschelt sich fest an dich. Ihr genießt, dass ihr beieinander sein dürft. Mit leiser Stimme beginnst du, diesem wundervollen und perfekten kleinen Wesen etwas zu erzählen. Du schaust währenddessen in diese wundervollen Augen des kleinen Kindes. Das kleine Kind schaut dich erwartungsvoll an und hört ganz genau zu. Das kleine Kind wird die nächsten Dinge, die du sagen wirst, in sich aufsaugen und aufnehmen. Das kleine Kind wird dir glauben. Du bist genau richtig, so wie du bist. Ich möchte, dass du das weißt. Das kleine Kind schaut ungläubig und beginnt zaghaft zu nicken. Du sprichst weiter. Du bist gut genug mit all dem, was du bist. Das kleine Kind schaut dich an und beginnt deinen Worten zu vertrauen. Du bist gut genug mit all dem, was du kannst. Das kleine Kind nickt und beginnt zu lächeln. Es möchte dir glauben. Du sprichst weiter. Du bist gut genug mit all dem, was du in dir hast. Das kleine Kind nickt und scheint ganz erleichtert. Du bist gut genug, genau so, wie du aussiehst. Du bist wunderschön. Das kleine Kind schaut dankbar auf jedes einzelne Körperteil und nickt ganz lächelnd. Du sprichst weiter. Du bist gut genug. Du bist unendlich liebenswert. Du bist so wertvoll. Du reichst aus, genau so wie du bist. Nun kuschelt sich das kleine Kind noch enger an dich und ist mit deiner Annahme, Liebe und Akzeptanz erfüllt. Es schaut dich an, nimmt seine kleinen Hände, legt sie um dein Gesicht, schaut dir ganz liebevoll in die Augen und sagt dir: Ja, ich bin genug. Ja, ich bin wertvoll. Ich glaube es dir. Und es schaut dich noch tiefer an und ist so dankbar, dass du da bist. Und jetzt spricht es mit ganz leiser Stimme. Und auch du bist gut genug.
Wir beide sind gut genug. Du bist gut genug als Mama oder Papa. Du tust jeden Tag dein Bestes. Du bist wertvoll mit all dem, was du tust. Du lächelst und wiederholst für dich und für dein kleines Kind: Ja, das stimmt. Auch ich bin gut genug. Ich bin gut genug als Mama, als Papa. Ich gebe mein Bestes und ich reiche aus. Mit diesen starken Überzeugungen haltet ihr euch nun fest in den Armen. Und irgendwann springt das kleine Kind auf und tanzt davon. Wohl wissend, dass es immer zu dir zurückkommen darf. Du selbst stehst auf, gehst langsam zur wunderschönen Tür zurück und spürst mit jedem Schritt mehr und mehr, dass du gut genug bist. Du gehst durch die Tür, schließt sie und spürst in deinem Herz dieses Gefühl der Annahme. Spüre jetzt nach und genieße dieses Gefühl des Gut-Genug-Seins. Sprich nochmal vor dich hin: Ich reiche aus, und schenke dir dabei ein Lächeln. Benenne die Gefühle in deinem Körper, die du jetzt wahrnimmst. Bist du erleichtert? Bist du stolz auf dich? Bist du gerührt? Welche Gefühle kannst du in dir wahrnehmen? Mache dir bewusst, dass du diese Gefühle jederzeit wieder erschaffen kannst. Dass du dich täglich daran erinnern kannst, dass dein inneres Kind gut genug ist und dass auch du als Mama oder Papa im Hier und Jetzt gut genug bist. Nimm nun bewusst deinen Atem wahr. Und komm ganz langsam zurück ins Hier und Jetzt. Bewege dich genau so, wie es dir gut tut, und öffne ganz sanft und langsam deine Augen, wenn du soweit bist. Lege deine Hände auf dein Herz. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir diese Verbindung mit dir selbst geschenkt hast. Schenke dir ein breites Lächeln. Von Herzen danke ich dir, dass du bei dieser Meditation mit dabei warst, dass du dir diese wertvollen Momente nur für dich selbst geschenkt hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, du wertvoller und liebenswerter Mensch. Du bist gut genug.